Hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten, wahrscheinlich letzten Folge von Star Wars The Republic, ich weiß es noch nicht, also letzten Folge von Star Wars The Republic Kopfgeldjäger. Wir sind wieder hier auf Corellia und geben erstmal ein paar Missionen ab, bevor wir ins letzte Gebiet aufbrechen. Mes Miver, Cotilia for Leon, as Edge Edlin Dolog as Volhoje. Folio Semisem, Ugin is it key. Gut, und dann wird drin noch mit General Heska erstmal sprechen. Beziehungsweise fangen wir mal da oben an mit dem komischen Chicos oder Chicksaw oder wie hießen die Dinger? Weiß ich gar nicht mehr. Moment, können wir ja gucken. Chagalors, genau. Ich habe die Verbindung bei den Chagalors eingesetzt. Jetzt sind sie das Problem der Republik. Ich denke immer noch, sie zu töten wäre einfacher gewesen. Aber es wird nett, die Jungs von der Republik zur Abwechslung mal auf der Speisekarte zu sehen. Danke, dass ihr ihnen nichts getan habt. Wenn dieser Planet wieder Frieden findet, werden die Tiere wieder der Stolz von Corellia sein. Fahrt mit eurem Vorstoß fort, Lieutenant. Der Sieg wartet. Absolut. Wir schicken in der nächsten Stunde unsere Vorhut aus. Alright. Also es war wirklich eine sinnlose Nebenquest, aber gut, haben wir halt aus Versehen mitgenommen. Weil sie uns angezeigt wurde. Spielt es schuld, nicht ich. Ich habe den unantastbaren Jedi getötet. Der Axialpark gehört dem Imperium. Ein absurdes Gerücht über einen unbesiegbaren Jedi weniger. Ihr seid der erste Söldner, von dem die imperiale Garde etwas lernen könnte. Es war mir ein Vergnügen. Wir müssen nur noch die Bezahlung regeln, dann sind wir fertig. Natürlich, Jäger. Ich hoffe, eure Geschäfte mit dem Imperium sind damit nicht beendet. Darth Decimus überwacht unseren letzten Kampf auf Corellia persönlich. Er würde gern mit euch von Angesicht zu Angesicht sprechen. Eine große Ehre. Ihr findet ihn auf dem Kapitolplatz, dem Herzen von Corellias Machtstruktur. Unterstützt den dunklen Lord und übernehmt diesen Planeten für das Imperium. Gut, dann müssen wir dahin. Zu Darth Decimus ins letzte Gebiet. Für die letzte Großoffensive. Deswegen sage ich, ich habe halt das Gefühl, dass es das Ende zugeht. Ich weiß es halt immer nicht, wie lange sich das dann alles noch zieht und so, aber kriegen wir schon hin. Ich bin sehr gespannt. Ah, ich freue mich richtig. Corellia. Bitte wählen Sie eine verfügbare. Corellia und das Finale von Stories hat einfach immer einen gewissen Flavor. Wenn du dich durch die ganze Zeit so durchgearbeitet hast, durch die Story und dann ist das Finale plötzlich da. Ist schon immer ein cooles Gefühl, finde ich. Deswegen, ich bin jetzt sehr gespannt. Der Regierungsbezirk, ja. Gerne lesen, wer Interesse daran hat. So, da lang. War zu nah rangezoomt. Lass mal gucken, wo wir genau hin müssen, so ein bisschen. Nein, nicht Steuerung M. Alt M, wenn schon. Naja, ich mag die neue Karte trotzdem. Auch wenn es gerade bei so größeren Gebieten wie jetzt hier auf Corellia vielleicht ein bisschen unübersichtlich ist, aber. Also weil man halt, weil es halt zu detailreich ist oder nicht so detailgetreu sein kann. Man kann ja immer noch ranzoomen, aber halt eher schlecht als recht. Aber ja, ungefähr finden wir den Weg gerade schon offensichtlich. Ups. Willkommen, ich bin hier, um zu siegen. Guten Tag. Ihr seid der Kopfgeldjäger, der mit Darth Tormund gearbeitet hat, richtig? Ich könnte jetzt einen guten Jäger gebrauchen. Unsere Garnison, die Enklave der grünen Jedi hält, verliert schnell am Boden. Sie haben keine Chance gegen die Tarnsoldaten der Republik. Ich werde gut aufpassen. Bitte wartet. Ihr versteht nicht. Man sieht sie nie, bevor sie einen genau da haben, wo sie einen wollen. Sie setzen eine Art Tarntechnologie ein,
gegen den ein Tarnfeldgenerator wie ein Leuchtsignal wirkt. Aber sie hat eine Schwäche. Sie ist etwas zu gut. Sie können sich nicht einmal gegenseitig ausmachen. Sie müssen sich bei der Koordination auf die Einheitenkommandanten verlassen. Das hat Potenzial. Ich habe diesen Tarnfeldgenerator so modifiziert, dass er Felder stört, statt sie zu erzeugen. Er muss nur auf die richtigen Frequenzen eingestellt werden. Scannt damit den taktischen Computer eines Einheitenkommandanten. Dadurch müssten alle Tarnsoldaten unter seinem Kommando enttarnt werden. Ein Kampf kommt mir immer gelegen. Reiß sie für meinen Zug in Stücke. Okay. Sollte sich machen lassen. Ich bin Lord Malikos. Meine Quellen haben mir von euren Fähigkeiten berichtet und das Imperium könnte euch gebrauchen. Darth Decimus hat mich hier beordert, weil er sich um den Fortschritt dieser Besetzung Gedanken macht. Der Widerstand hat sich schon zu lange gehalten. Wenn Corellia nicht bald in die Knie geht, werden andere Planeten diesem Beispiel folgen. Es ist schwierig, einen Feind zu vertreiben, wenn er nirgendwo mehr hin kann. Genau dieses mitleidige Denken ist für die jetzige Situation verantwortlich. Es reicht nicht, den Widerstand auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Wir müssen ihnen jede Hoffnung nehmen. Das Lager im Coronet Arms Hotel ist zu einem Symbol des Aufstands geworden. Wenn sie dieses Hotel verlieren, nimmt diese erbärmliche Rebellion ein Ende. Wenn wir nicht vorsichtig sind, macht diese Sache den Widerstand nur noch hartnäckiger als zuvor. Und genau deshalb müssen wir sie brechen. Endgültig und ohne Gnade. Die Soldaten hielten das Hotel trotz zahlreicher Bombardements und schlugen zwei Angriffe zurück. Sie werden jetzt auf dem ganzen Planeten als Helden gefeiert. Tötet sie alle. Lasst den Widerstand erkennen, was der wahre Preis für Ungehorsam gegenüber dem Imperium ist. Wenn es den Zielen des Imperiums dient, kann ich es machen. Eure Loyalität steht außer Frage. Sobald ihr in dem Hotel seid, braucht das Imperium einen weiteren Dienst von euch. Ihr müsst zudem die republikanische Artillerie ausschalten. Wir können nicht riskieren, dass sie ins Hotel zurückkommen und sie wieder einsetzen. Lasst niemanden am Leben. Seid so kreativ, wie ihr wollt. Es wird sich schnell herumsprechen und Corellia wird leiden. Okay. Also ein richtig netter Typ quasi. Dieser Lord Malikos. Darth Decimus Turm. Nur wenige hatten das Vergnügen meiner Gesellschaft. Noch weniger haben dieses Erlebnis überlebt. Aber ihr habt euch meine Aufmerksamkeit verdient. Gemeinsam werden wir diese Rebellion beenden und Corellia für das Imperium gewinnen. Wie soll es weitergehen? Wir nehmen uns die Anführer des Widerstands vor. Mit dem Sieg im Axialpark und Darbin Sull als Spion in der Republik fügt sich alles. Jetzt sind unsere einzigen Rivalen im Kampf um diesen Planeten die grünen Jedi, Corellias eingeschworene Beschützer. Solange ihr Rat besteht, wird die Rebellion vor sich hin wuchern. Wieso sind diese grünen Jedi so wichtig für Corellias Verteidigung? Sie haben den Planeten schon seit Generationen entweiht, Corellias Verteidigung perfektioniert und die Macht erforscht. Alles von ihrer uneinnehmbaren Enklave aus. Deshalb habt ihr geholfen, dass Darbin Sull aus dem Axialpark entkam. Das korellianische Ratsmitglied hat sich ins Innere der Enklave der grünen Jedi geschlichen. Er wartet jetzt auf Nachricht von mir. Darth Decimus, was für eine angenehme Überraschung. Es ist an der Zeit, Ratsmitglied. Wenn ihr Corellias Premierminister werden wollt, beweist, dass ihr würdig seid. Lasst uns in die Enklave. Was das angeht, die grünen Jedi haben irgendwie die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Ich kann hier drin kaum atmen. Um ins Innere zu gelangen, benötigt ihr zwei Zugangscodes. Einen konnte ich einem Ratsmitglied der grünen Jedi abnehmen. Ich musste den Kerl umarmen, um nah genug ranzukommen. Es war furchtbar.
Findet einen anderen Jedi, umarmt ihn, versetzt ihn mit euren langweiligen Geschichten in Tiefschlaf, mir egal wie, besorgt einfach diesen Zugangscode. Ich kann nicht. Wenn noch mehr verschwinden, wissen sie, dass ich es war. Aber es gibt einen Code, den ihr erlangen könnt. Nachdem ihr den Axialpark eingenommen habt, hat sich der gesamte Rat der grünen Jedi in die Enklave zurückgezogen, bis auf Meister Bedok. Er hat sie nicht mehr alle. Bereitet sich ständig auf Corellias bevorstehende Tage der Dunkelheit vor. Jetzt sind sie da und er weigert sich, das republikanische Gründungsmuseum zu verlassen. Der Jedi glaubt also, er kann die kostbaren historischen Exponate der Republik retten. Wie tapfer. Und auch clever. Das Museum ist besser gesichert als die meisten Militärstützpunkte. Außerdem wimmelt es in dem Gebäude von Schocktrupps und grünen Jedi. Ihr solltet also das Museum besuchen. Macht einen Rundgang, seht euch die Ausstellungsstücke an und schnappt euch den Zugangscode von Meister Bedok. Verhaltet euch unauffällig, Darbin. Wenn ich zurück bin, brechen wir in die Anlage der grünen Jedi ein. In der Enklave sagt man, dass sich Meister Bedok in den Tresorkammern des Museums eingeschlossen hat. Deaktiviert das Sicherheitssystem und ihr könnt ihn erreichen. Ihr habt uns gute Dienste geleistet, Darbin. Bleibt in der Nähe der grünen Jedi. Wartet auf meine Befehle. Meister Bedok wird euch erwarten. Begebt euch ins republikanische Gründungsmuseum, erlangt den Zugangscode und meldet euch dann wieder hier. Und verursacht nebenher Kollateralschaden. Je mehr Relikte zerstört werden, desto mehr republikanische Geschichte löschen wir aus. Den Kampfgeist brechen ist wichtig. Alright. Ganz schön was zu tun. Decimus Aufstieg. Auch hier wieder für alle Interessierten spannende Lektüre. Uiuiui, ganz schön was zu tun. Hier ist noch eine Mission. Ach ja, hier ist ein Terminal. Beseitigung der grünen Jedi. Okay. Grüne Jedi killen. War jetzt kein langes. War jetzt, glaube ich, nichts, was wir lange lesen müssen. Gut, was ist das hier? Das ist das Coronet Arms Massaker. Okay, das da hinten ist wieder was anderes. Das ist die Planetenquest. Okay, ja, fangen wir so im Arms-Massaker an. Liegt ja auf dem Weg. Ein Massaker auf dem Weg kann nicht schaden. Und da. Wo ist die Artilleriesteuerung? Wahrscheinlich erst oben in der zweiten Etage. Natürlich ist die Artillerie auf dem Dach, macht ja Sinn. Aber warum wird es als wichtige Nebenmission bezeichnet, wenn wir hier nur so ein paar Sachen ausklicken müssen? Ah, okay.
Gut, ein paar Leute brauchen wir noch, aber sind ja auch noch ein paar da. Ich bin aktuell dabei, Darth Plagueis zu lesen. Das ist ein Roman, der mittlerweile Legends-Charakter hat, also der nicht mehr zum offiziellen Kanon gehört, der aber damals erschienen ist und von James Luceno geschrieben wurde. Vor 10 Jahren, glaube ich, ist er erschienen, 2012 oder 2023, 2013. Ich glaube Januar 2013, also vor 10 Jahren. Weil wir dazu einen Podcast machen wollen, weil wir haben ja ein paar Legends-Fans in unserem Team und die frage ich immer, ja, wollt ihr mal irgendwas besprechen und so? Und dann hat er einmal gesagt, ja, Plagueis wäre vielleicht mal ganz geil. Dann ist gut. Weil das Problem ist halt, ich muss den Roman ja auch erst lesen. Ich kann ja nicht einfach sagen, okay, wir machen einen Podcast zu Plagueis, wie sieht's morgen aus? Erstmal müssen diejenigen den wahrscheinlich nochmal aufholen, weil die haben ja auch schon länger her, dass sie ihn gelesen haben. Und da muss ich ihn überhaupt erstmal lesen, weil bei Legends bin ich halt überhaupt nicht up to date. Genau, deswegen dauert das immer ein bisschen in der Vorbereitung, aber aktuell lese ich ihn. Am 20. Februar nehmen wir dann die Folge erst auf. Bin jetzt, glaube ich, beim ersten Teil durch. Ist gar nicht so schlecht. Aber man merkt schon ein bisschen, dass es da noch ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie so unfokussiert. Da fehlt der Ton. Also der Ton ist irgendwie nicht so, wie ich es von aktuellen Star Wars Büchern gewohnt bin. Vielleicht liegt es auch daran, dass es wirklich ein komplett fokussierter Roman ist. Mein Gott. Da wird es vielleicht ganz spannend, mal zu gucken, wie Rise of the Red Blade dann wird, wo es ja um die Inquisitoren gehen wird. Das kommt, glaube ich, erst im September oder so raus. Das ist dann ein Roman, der sich halt um dieses Inquisitorenprogramm kümmern soll, das da jetzt eingeführt wurde damals im neuen Kanon und bei dem, ja, wo es ja auch die Second Sister aus Jedi Fallen Order und so Teil davon sind. Da geht es halt um irgendeine Inquisitorin, die da irgendwie bestimmte Bünde damit hat oder bestimmte Anknüpfungspunkte daran hat. Genau, da wird es ganz spannend vielleicht, wie es dann da aussieht. So, warte mal, das ist gar nicht hier, oder? Nee, irgendwie nicht. Kommen wir da rein? Ich glaube, wir müssen von da hinten rein, ne? Ja, ist egal, wir machen erstmal da oben die Planetenquest. Wer weiß, wo die uns da noch hinführt. Weil die haben ja von grünen Jedi geredet und das ist ja das Gebiet der grünen Jedi. Also ich habe irgendwie Angst, dass wir dann hier hin müssen. Und dann ist quasi doppelt laufen, das Gebiet. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Das ist, warum ich Korea hasse als Planet. Diese schreckliche, verwirrende Straßenführung, alles ist verbaut, nirgendwo kommst du wirklich hin. Also das ist nicht schön. Überhaupt nicht. Das ist ja nicht besonders spannend, du fährst halt nur durch die Gegend. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass da spannende Kämpfe oder so auf dem Weg auf dich warten, sondern du... Wer steigt schon ab und tötet irgendwelche random Leute, die einem nichts bringen? Gerade als Kopfgeldjäger. Ja, auf jeden Fall Plagueis. Ist ein ganz netter Roman bis jetzt. Wie gesagt, der erste Teil ist durch. Es geht halt darum, wie Darth Plagueis quasi Darth Plagueis ist. Und wie er auch Sidious als Schüler dann bekommt. Ich bin nicht nur zur Zierde da. Beziehungsweise Palpatine. Jetzt an der Stelle, wo ich gerade bin, hat er ihn gerade bekommen als Schüler. Oder ihn sich gerade einverleibt als Schüler, wenn man so will. Also durch Manipulation, wie es halt Sith so machen. Jetzt keine große Überraschung. Bin auch gespannt, was der Roman noch so zu erzählen hat, weil eigentlich hat er ja nicht so viel zu erzählen, weil wir kennen die Geschichte ja schon. Wir wissen ja schon, was mit Plagueis passiert. Wir wissen, dass Sidious derjenige ist, der triumphieren wird. Aber wie es dazu kommt, ist vielleicht noch entspannt. Oder wie Plagueis versucht hat, den Tod zu überlisten. Wird er da auch oft angesprochen in dem Roman. Ich glaube, da liegt eigentlich das wahre Interessante dann drin. Aber muss ich abwarten. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wenn jemand einen Legends-Roman lesen will, den man heute noch lesen kann und der für sich alleine steht, dann ist das, glaube ich, eine gute Wahl, weil der steht halt relativ stark für sich alleine, dadurch, dass es halt komplett um Plagueis geht und ja, die Story kann man heute wahrscheinlich fast noch genauso erzählen. Mit ein paar Abwandlungen, von daher, ich glaube, da hat man nicht so viele Abstriche zu machen wie bei anderen Werken, die in Legends spielen und irgendwelche großen Reihen haben oder sowas wie
die Thrawn-Trilogie, die klassische, die immer noch schön zu lesen ist natürlich, aber die natürlich durch die Sequels komplett nicht mehr realisierbar ist. Wahrscheinlich wird die ja jetzt irgendwie bei Mandalorian-Ahsoka neu interpretiert werden, weil der Thrawn scheinbar auftritt und das spielt ja in der Zeit, in der damals die Thrawn-Trilogie spielte. Also ja, mal schauen. Auf welche Ideen die da so kommen werden. Sind übrigens auch einen weiten Weg gekommen, ne? Davon, dass wir auf, während wir auf Corellia, ne, auf, was war es, auf Alderaan damals noch die Bibliothek beschützt haben und nicht zerstört haben. Jetzt zum absoluten Demolierer der ganzen Artefakte. Gut, das war die Geschichte Alderaans, nicht die Geschichte der Jedi. Von daher, wobei, das ist das koreanische Gründungsmuseum, also im Endeffekt auch nicht gerade besser. Ich versuche nur gerade unsere Tat zu rechtfertigen, so richtig funktioniert es nicht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue oder wie sehr ich mich gefreut habe. Ich habe gesagt, ich habe die ersten beiden Folgen vom Botschafter schon aufgenommen, mal wieder eine Lichtschwertklasse zu spielen. Ich meine, ich mag die Waffe vom Mendo und ich mag auch seine Move-Skills, die wir haben. Aber so auf Dauer ist es schon nicht so geil, beim Star Wars-Spiel mit so einem Blaster zu spielen, bin ich ehrlich. Durch die Desintegrationsfähigkeit, die diese Waffe hat, ist es nochmal cooler. Das heißt, da lasse ich es mir noch angehen. Also bei normalen Schüssen Leute einfach verschwinden lässt, wird einfach nicht alt, dieser Effekt. Aber auf Dauer bin ich eben doch noch ein Fan für Lichtschwerter. Habe ich einen Relikt übersehen? Ach, da ist noch eins. Ne, fehlt ja noch eins. Ah, da drüben. Wow. Haben sie jetzt aber am Ende nochmal richtig reingeknallt, alle. Leute, wir haben keinen Platz mehr für weitere Relikte. Ja, lass am Ende einfach zwei hinstellen, komm. Aber so, vorne waren noch ganz viele andere frei. Ja, aber da müssen wir die Spieler zu lange suchen. Gut, jetzt sind wir den ganzen Weg hier runtergelatscht, um den zweiten Zugangscode zu bekommen. Jetzt latschen wir wieder vor, um die grünen Jedi zur Rede zu stellen. Oder holen wir uns jetzt gerade erst den Sicherheitscode? Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich denke mal, wir holen uns hier. Ach ja, genau, wir sind ja auf dem Weg, den Jedi zu finden, der den Zugangscode hat. Und jetzt haben wir quasi den Weg zu dem Jedi geöffnet, der den zweiten Teil des Zugangs hat. So einfach ist das. Just for the lols, probieren wir mal drin vorbeizukommen, aber ich glaube es nicht. Natürlich nicht. Ich bin nicht nur zur Zierde da. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Das Imperium hält immer Ausschau nach einer neuen Eroberung. Und jetzt seid ihr hier. Ein Söldner mit der Mission, unser Erbe zu vernichten. Corellia hat den Schiffbau revolutioniert, den Weg für Hyperraumreisen bereitet und die Republik gegründet. Ihr werdet nicht alles ruinieren, was wir aufgebaut haben. Ich bin wegen des Schlüssels zur Enklave hier und nicht wegen einer Geschichtsstunde. Woher wisst ihr von... Ah, Darwin Zoll. Um ihn kümmere ich mich später.
Beschützt die Relikte, Männer. Befreit Corellia von der Anwesenheit dieses Abschaums. Das mit den Relikten ist vielleicht schlecht. Die gibt's nicht mehr. Wenn wir Pech haben, wir müssen nicht mehr dahin, müssen wir halt nochmal extra dahin laufen, ist jetzt nicht so schlimm. Meine Scouts haben mir berichtet, dass ihr sogar meine hohen Erwartungen übertroffen habt. Ich sorge dafür, dass man in der ganzen Galaxis von diesem Blutbad erfährt. Schon bald wird niemand mehr wagen, sich uns zu widersetzen. Ich hätte den Auftrag niemals annehmen sollen. Eure Unfähigkeit, die Auswirkungen eurer Handlungen zu erkennen, macht mir keine Sorgen. Das Werkzeug muss die Gedanken des Handwerkers nicht verstehen. Oh. Schnösel. Schnösel. Ich hasse sie. Baddock ist tot. Ich habe seinen Zugangscode. Die grünen Jedi werden bald ebenso vernichtet sein wie ihre wertvollen Artefakte. Gut gemacht. Das ist sie. Die letzte Schlacht um Corellia. Wie ist euer Status, General? Die imperialen Truppen nähern sich dem Kapitolplatz. Dann greifen wir an. Ihr habt euch als würdig in der Schlacht erwiesen. Führt jetzt eure Armee gegen die Jedi-Enklave. Eure Truppen befolgen besser meine Befehle. Unsere Truppen respektieren und fürchten euch. Sie werden euch in den Kampf gegen den Anführer der Jedi folgen. Meister Arfan Ramos, Kommandant der grünen Jedi. Die Rebellen nennen ihn Corellias Retter. Er verbirgt sich hinter einer Hülle aus Tugend. Doch es ist Zorn in ihm. Wir haben Terminierungstrupps zu Meister Ramos geschickt. Er hat sie alle vernichtet und sich dann in die Enklave zurückgezogen. Jetzt hält er die Rebellion ganz allein am Leben. Dieser Jedi mag erfahren darin sein, Imperiale zu töten, aber gegen mich hat er keine Chance. Respektiert Meister Ramos. Provoziert seinen Zorn. Und ihr werdet ihn brechen. Aber zuerst die Enklave. Darbin Sul wird euch helfen, in die Gemächer des Rats vorzudringen. Jetzt geht. Heute entscheiden wir Corellias Zukunft. Okay, ich fühle mich jetzt richtig inspiriert. Not gonna lie. Öffne die Sicherheitstür, der blaue Grat. Achso, das ist genau, das ist ja dann die Klassenquest und die anderen. Genau, jetzt müssen wir mal gucken, ob das wirklich so ist, wie ich es mir gedacht habe, oder ob wir einfach Pech hatten. Die Legislatur wird belagert, aber wir halten durch. Das ist so, wie ich es gedacht habe. Wusste ich es doch. Sehr gut. Das war mir einfach zu auffällig, ehrlich gesagt. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht und erstmal abgewartet. So, ich denke mal, hier geht's irgendwo rein oder da unten wahrscheinlich. Ist echt schwer zu sehen. Sowohl auf der kleinen als auch auf der großen Map. Ja, hier geht's rein. Okay, jetzt sieht man's. Gott, ach Gott. Na? Hä? Jetzt.
das Ding war noch da, dabei waren wir gar nicht wirklich geduckt, deswegen war ich jetzt ein bisschen verwirrt, warum es nicht geht. Ich habe keine Angst. So, wir haben jetzt hier in dem Innenhof einiges zu tun. Aber früher war es besser, da haben sie immer die Mission erst, oder bei manchen Planeten war es besser, da haben sie die Mission immer erst gegeben, wenn du schon quasi auf dem Weg dahin warst. Also hätten wir jetzt eigentlich die beiden Missionen erst kriegen dürfen, als wir schon da, also nachdem wir jetzt mit Darth Decimus geredet haben. Okay, wir sind da. Ja, sind wir. Okay, wir müssen aber auch noch weiter da rein. Jetzt wird's haarig. Das zählt schon als besiege die Streitkräfte der grünen Jedi, also so viel könnte es dann nicht sein, die wir dafür für die Mission jetzt zumindest töten müssen. Der ist alleine. Ich bin nicht nur zur Zierde da. So, nehmen wir schon mal den ersten taktischen Computer mit. Zweites da auch hier am Becken. Ah. Ja, stimmt, da war ja was mit den Tarnsoldaten. Lesen. Die grünen Jedi Wissensobjekt. Bitteschön. Und weg ist es. Halt. Ich mache hier nur meine Arbeit. Kurz hochheilen, damit wir wieder genug Energie haben. So, dann verschaffen wir uns doch gleich noch Zugang. Da sind zu wenig Streitkräfte der grünen Jedi dabei. Wo sind überall nicht relativ viele, nicht sehr viele.
Vielleicht müssen wir deswegen nur 8 killen. Jetzt wird's haarig. So. Sehr gut. Enklave der grünen Jedi. Bitte schön, einmal lesen. Ich heile so lang. Gut. Ich habe euch erwartet. Willkommen in unserer Enklave. Endlich lerne ich den berüchtigten Kopfgeldjäger des Imperiums kennen. Ekelhaft. Die grünen Jedi wollen nur Freiheit für Corellia. Sagt Darth Decimus, dass die Rebellion nicht eliminiert werden kann. Und dann verlasst diesen Planeten für immer. Ihr seid ein lausiger Gastgeber, Meister Ramos. Ich will nur mit eurem Rat plaudern. Ihr habt Meister Bedok ermordet und unsere Enklave gestürmt. Für wie närrisch haltet ihr mich? Dem Kopfschmuck Ramos noch zu urteilen. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Kopfschmuck. Schluss mit dem Jedi-Unsinn, Ramos! General Heska, wie gut, dass der Imperator eure Leine gelockert hat. Zu den Waffen, Jedi. Bewahrt die Republik. Beschützt Corellia. Das war ein falscher Versprecher übrigens. Ich hab Kopfschmutz gesagt. Genau, das meinte ich auch, ehrlich gesagt. Das sieht ja schrecklich aus. So, ihr könnt ja lesen. Während ich versuche, blind zu kämpfen. So. Wir leben ja immer noch. Beeindruckende Vorstellung, Jäger. Wir könnten das ein oder andere von eurer Taktik lernen. Ich habe strikte Befehle erhalten. Wir sollen die Innenhöfe einnehmen und euch Rückendeckung geben. Gut zu wissen, dass die imperiale Garde hinter mir steht. Ich wünschte, wir könnten euch weiter begleiten. Bestellt Meister Ramos schöne Grüße von mir. Wieder an die Arbeit, Männer. Kein Jedi darf überleben. Alright. Würdet es schaffen. Ihr hättet Meister Ramos sehen sollen, als ihr seinen Hinterhalt vernichtet habt. Er lief rot an und zertrümmerte die Kommstation. Ich habe schon vielen Anlass zur Frustration gegeben, besonders meinen Feinden. Jetzt weiß Meister Ramos, mit wem er es zu tun hat, und er wird kein Risiko eingehen. Er hat eine kleine Armee grüner Jedi, die auf der anderen Seite der Tür auf euch wartet. Ich könnte für Ablenkung sorgen. Dadurch würde meine Tarnung auffliegen, aber ich würde es tun, wenn ihr wollt. Je länger ihr unentdeckt bleibt, desto besser. Ich werde mich der Jedi schon selbst entledigen. Gut. Aber ich wäre dazu bereit gewesen. Und das zählt schließlich, oder? Dann öffnen wir mal die Türen. Einfach die beiden Zugangscodes eingeben und... Da! Viel Glück! Wir sehen uns ganz bald. Oh fuck.
Den habe ich nicht gesehen. Er will es aber wissen. Weil wie viele Türen hier einfach zwischengeschalten sind in dieser Anlage, ist ja schon absurd. Gehen wir einfach weiter, ja? Sofort. Meister Ramos, der Rat ist besorgt. Bei allem Respekt, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ah, tretet ein. Ich würde euch ja vorstellen, aber wir sind wohl schon über das höfliche Gerede hinaus. Ich weiß nicht, wie ihr die Kontrollen passieren konntet, aber wir werden dieses Sicherheitsproblem beheben, wenn ihr tot seid. Wir wollen doch nichts überstürzen, Ramos. Die Dinge sind nicht schlecht gelaufen für uns. Kapitulation wäre keine schlechte Wahl. Ihr solltet an uns glauben, Ratsmitglied. Corellias Bürger hoffen auf die Führung der Grünen Jedi. Wir werden sie jetzt nicht im Stich lassen. Ich werde es nicht zweimal sagen. Legt eure Lichtschwerter nieder und ergebt euch euren neuen Herrschern. Ihr habt unsere Bestimmung zum letzten Mal beleidigt. Das ist der reine Selbstmord, Ramos. Er ist der beste Jäger der Galaxis. Ich habe gesehen, wie er ganze Züge eliminiert hat, nur um sein Ziel zu erwischen. Beruhigt euch, Ratsmitglied. Niemand kann sich gegen den gesamten Rat der Grünen Jedi stellen und überleben. Ich habe es versucht. Oh, der blaue Lichtschwerter. Sie gehören ganz euch. Was? Also, es ist 13 Uhr. Ist wieder Daily Reset. Ich dachte, hä? Dieses Energieproblem regt mich echt auf. Ich habe das Gefühl, ich kann immer nur zwei verschiedene Fähigkeiten benutzen, wenn man meine Energie aufgebaut ist. Und die Energie geht immer so schnell weg. So, dann wollen wir Darbin Sol auch noch erledigen, dann haben wir es auch geschafft. Ey, Darbin Sol sag ich schon. Ramos. Darbin Sol vielleicht auch noch. Mal schauen. Aber er hat uns eigentlich sehr gut geholfen. Ihr seid stark, aber nicht stark genug. Der Rat wird euch nicht retten. Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Verfluchte Jedi. Die haben sich zum letzten Mal in die korellianische Politik eingemischt. Es ist vollbracht, Darth Decimus. Der Rat der Grünen Jedi ist am Ende. Ausgezeichnet. Ohne die Jedi wird die Rebellion zerschlagen sein. Nichts wird diesen erbärmlichen Planeten noch davon abhalten, dem Imperium beizutreten. Und euch gebührt der Dank dafür. Wir müssen nur noch die Bezahlung regeln, dann sind wir fertig. Dem stimme ich zu. Aber nicht hier. Eure Entlohnung erfordert eine persönliche Note.
Vergesst mich dabei nicht, Darth Decimus. Ich habe eine bedeutende Rolle gespielt. Bedeutend genug für den neuen Premierminister von Corellia. Das war unsere Abmachung, nicht wahr? Ich sehe es genau vor mir, wie Corellia unter der ruhmreichen Führung von Darbin Sul wieder aufgebaut wird. Aber Freiheit lässt Rebellion zu. Davon hatten wir schon genug. Vielleicht löschen wir den potenziellen Anführer Corellias aus und regieren mit eiserner Faust. Wenn ihr Corellia zu enge Fesseln anlegt, riskiert ihr weitere Gewalt. Zeigt diesem Volk Vertrauen. Setzt Darbin als Oberhaupt ein, dann wird es sich friedlich dem Imperium beugen. Genau. Ich werde allen zeigen, dass das Imperium nur unser Bestes will. Genug, Premierminister Sol. Hebt euch eure Begeisterung für die offizielle Zeremonie auf. Dies ist ein historischer Tag, den wir angemessen zelebrieren müssen. Tretet umgehend vor mich, damit euch das Imperium die verdiente Anerkennung zollen kann. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir sind ja eh hier, also ist scheißegal. Wir kehren zurück zu Darth Decimus, schließen das alles noch ab, dann beenden wir die Folge. In der nächsten Folge nehmen wir uns ganz viel Zeit für den großen letzten Schritt in unserer Story, weil wir sehen ja auch, Marco möchte nochmal mit mir sprechen und alles. Und ich glaube, jeder Gefährder hat da nochmal was zu sagen und so. Das heißt, nächste Folge ist dann nochmal eine komplette Story-Folge, wo wir uns komplett auf das Finale unserer Hauptstory fokussieren. Klingt nach einem guten Deal, glaube ich. Und es dauert ja auch noch ein bisschen, weil das ist noch nicht die letzte Mission, das weiß ich. Deswegen, also zumindest nicht der letzte Schritt der Mission, so viel weiß ich noch. Das heißt, ein bisschen dauert es schon noch. Und das möchte ich jetzt nicht rushen oder einfach hinaus hämmern. Ihr seid zurück! Hat es funktioniert? Sind die Tarnsoldaten erledigt? Oh, Verzeihung, ich bin ganz außer mir. Jetzt ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wie viel ihr sonst bekommt. Also entschuldigt, falls es zu wenig ist. Aber mehr habe ich nicht. Naja, reicht schon kurz so. Keine Ahnung, wie viel er mir gegeben hat. Was habt ihr mit meiner persönlichen Eroberung? Die müsste ich doch eigentlich schon abgeschlossen haben langsam, oder? Oh, na, so viel dazu. Volk von Corellia, Bürger des Imperiums. Der heutige Tag markiert einen Neuanfang. Die grünen Jedi wurden bezwungen. Die Schlacht um Corellia ist vorbei. Unser Streiter steht vor uns, frisch aus der Schlacht. Er verdient euren tiefsten Respekt. Bisher gab es keine Auszeichnung, die eures Triumphs würdig wäre. Also verleihe ich zum ersten Mal in der Geschichte der Galaxis unsere neueste und höchste Auszeichnung. Die Imperiale Ruhmesmedaille. Ich habe gerade einen ganzen Planeten für euch gewonnen. Zeigt mir eure volle Bewunderung. Ich fürchte, uns sind die Medaillen ausgegangen. Es gibt einen weiteren Helden in dieser Geschichte. Corellias höchstgeschätztes Ratsmitglied. Für seine Bemühungen um Frieden ernenne ich Darbin Sul offiziell zum Premierminister von Corellia. Er wird diesen Planeten in Zukunft führen, unter minimaler imperialer Aufsicht. Ich danke euch für die Unterstützung, Volk von Corellia, und dem Imperium für diese Gelegenheit zu dienen. Aber mein größter Dank geht an euch. Für die Beendigung der Rebellion und die Wiederherstellung der Freiheit auf Corellia. Wir haben ein gutes Team abgegeben, Darbin. Keiner ist besser geeignet, diesen Planeten zu leiten. Danke, aber ich muss diesen Respekt erwidern. Kommt, Ratsmitglieder, zeigt eure Dankbarkeit. Verneigt euch vor Corellias neuem Retter. Ratsmitglied Yalta, auf die Knie. Ich respektiere keine imperialen Marionetten. Das lasse ich mir von ihm nicht sagen. Tötet ihn! Erledigt euren Auftrag, Jäger. Aber bedenkt, die Corellianer geben niemals nach. Für diese Worte wärt ihr normalerweise gestorben. Aber Corellia hat genug Blutvergießen gesehen.
Entfernt das Ratsmitglied, aber verletzt ihn nicht. Wir brauchen hier keinen Märtyrer. Ratsmitglied Yalta ist nicht allein. Auf Corellia wimmelt es noch von verwirrten, zornigen und Gewalttätern. Wir sollten ihre Missverständnisse ausräumen. Richtig. Als Premierminister von Corellia habe ich die Ehre, Corellia zum offiziellen Mitglied des Imperiums auszurufen. Vielleicht habt ihr ein paar Worte, um diesen historischen Moment zu würdigen. Etwas, um die Galaxis zu inspirieren. Corellia ist unter Dach und Fach, das Imperium ein zufriedener Kunde. Ich könnte dasselbe für euch tun. Abtrünnige Sith Lords, Verbrechersyndikate, Könige, Königinnen, ich jage sie alle. Nur keine Hemmungen, ein Anruf genügt. Ihr heuert diesen Jäger besser an, bevor euer Feind es tut. Ein Verkaufsgespräch hatte ich zwar nicht im Sinn, aber ihr habt es euch verdient. Corellia hat endlich seinen rechtmäßigen Platz im Imperium eingenommen. Der Rest der Galaxis wird nachfolgen. Nichts hält uns davon ab, diesen Krieg zu gewinnen. Lang lebe das Imperium! Lang lebe der Eroberer von Corellia! Ist doch ein schöner Abschluss für diese Folge, oder? Das heißt, wir haben jetzt quasi Corellia abgeschlossen. Und in der nächsten Folge schließen wir dann auch unsere Story komplett ab. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr auf die letzte Folge. Kann es kaum erwarten, bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Wie gesagt, so genau habe ich es ja auch nicht mehr im Kopf. Aber wir werden es in der nächsten Folge gemeinsam rausfinden. Und danach startet auch schon das Botschafter-Let's Play. Also alles nicht mehr so weit entfernt. Ich hoffe, ihr habt Spaß und übrigens, wenn unsere Let's Play-Reihe endet, beginnt ja auch fast die dritte Staffel Mandalorian. Also es war der perfekte Lückenbüßer quasi zwischen der zweiten und dritten Staffel. Jetzt so im Hinblick auf die dritte Staffel, dass wir hier einen Mando gespielt haben. Und dann können wir uns alle wieder auch in The Mandalorian stürzen. So, ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. In der nächsten Folge, wie gesagt, gehen wir zu unserer finalen Quest. Ich glaube, wir müssen dann hier oben irgendwo ganz weit außen rum. Aber das suche ich zwischendurch raus. Ich glaube, hier müssen wir rum. Vielleicht fahre ich auch schon mal hin, damit wir nicht ganz so lange dafür brauchen. Und dann hoffe ich, dass wir uns da wieder sehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der letzten Folge dabei. Müsste sogar Folge 40 sein, von daher passt es ja eigentlich perfekt. 40 Folgen, schöne runde Zahl, die wir dann am Ende haben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder beim großen Finale. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.